Namaskar, guten Tag. Zunächst möchte ich Ihnen allen meine Grüße anlässlich des 70. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Indien und Deutschland übermitteln. Ich möchte der indischen Botschaft in Berlin für die Gelegenheit danken, meine Erinnerungen als Diplomat, der in Deutschland stationiert war, zu teilen. Ich wählte Deutsch als Fremdsprache, da ich immer schon fasziniert war von diesem Land, der deutschen Sprache und Kultur und den phänomenalen Fortschritten, die das Land durch bloße Hartarbeit und das Engagement der deutschen Bevölkerung gemacht hat. Zahlreiche deutsche Gelehrte wie Friedrich Max Müller haben maßgeblich dazu beigetragen, die indische Philosophie und Kultur der westlichen Welt näher zu bringen. So nahm Deutschland eine Brückenfunktion zwischen Indien und der westlichen Welt ein. Daher hielt ich es für eine einmalige Chance, die deutsche Sprache zu erlernen. Ich kam an einem warmen Sommernachmittag, dem 25. Juli 2007, begleitet von meiner Frau und unserer zweijährigen Tochter in Berlin an. Wir waren sofort von dem ersten Blick auf die schöne Stadt Berlin beeindruckt und konnten die Wärme und Zuneigung der Stadt spüren, als wir uns langsam in unserem neuen Zuhause einlebten. Wir hatten schon von der deutschen Pünktlichkeit, dem Fleiß und dem Perfektionismus gehört und konnten alle das spüren, als wir uns mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt bewegten. Ich begann, die deutsche Sprache am Goethe-Institut zu erlernen, während meine Frau sich an eine Volkshochschule einschrieb. Unsere Tochter ging in einen deutschen Kindergarten, wo sie ihren Sprachunterricht begann und ihre ersten Lebenserfahrungen sammelte. Sie lernte schnell, ebenso wie meine Frau, die sehr gute Kommunikationsfähigkeiten besaß. Ich hatte anfänglich meine Schwierigkeiten mit der, die und das und anderen Regeln der Grammatik, die ich aber schließlich überwand und ich begann Gespräche mit meinen Freunden und Kollegen auf Deutsch zu führen. Als Diplomat arbeitete ich gleichzeitig in der indischen Botschaft in Berlin. Ich war das jüngste Mitglied des Botschaftsteams und wurde von meinen älteren Kollegen umsorgt. Sie haben mich immer unterstützt und mir die verschiedenen diplomatischen Gepflogenheiten beigebracht. Am interessantesten war es jedoch, dieses wunderschöne Land und seine Menschen zu entdecken. Ich schloss mein Sprachtraining im Oktober 2008 ab und fing an, Vollzeit in der Botschaft zu arbeiten. Als junger Diplomat begleitete ich den Botschafter und andere hochrangige Beamte zu ihren offiziellen Treffen und eignete mir nach und nach die Nuancen der Diplomatie an. Später habe ich selbstständig die Abteilung für Politik geleitet. Nach einem fast 4,5-jährigen Aufenthalt in Deutschland kehrten wir im Januar 2012 mit guten Erinnerungen und tiefen Freundschaften nach Indien zurück. Wir haben uns sehr gefreut, im Juli 2020 zum zweiten Mal nach Deutschland entsandt zu werden und als Generalkonsul von Indien in Frankfurt tätig zu werden. Wir konnten die gleiche Wärme und Zuneigung spüren, die wir während des ersten Aufenthalts erfahren hatten. In diesem Jahr feiern wir den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und diese ist ein wichtiger Meilenstein. Ich glaube, dass die Verbindung zwischen den Menschen beider Länder das wichtigste Element dieser facettenreichen Partnerschaft darstellt. Unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bilden eine starke Grundlage für die Entwicklung dieser Beziehung. Ich danke nochmals der indischen Botschaft in Berlin für diese sehr interessante und durchdachte Initiative. Es war mir ein Vergnügen, Teil dessen zu sein, um diese einzigartige deutsche-indische Freundschaft zu demonstrieren. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Namaskar.